Ja. Ich hole mal meine Waffe raus. Einfach nur, um gefährlich auszusehen. Gute Idee. Hier, mein Reis. Oh ja. Reis. Ah, ich muss dafür die Säge ablegen, das gibt's ja gar nicht. Hungry, ich esse zweimal was, ne? Ja, mach mal ruhig. Okay. Hält sich ja voll lang, der Reis, voll gut. Zauber. Kannst du erstmal behalten dann. Ne, ich habe keinen Platz. Ach so, ja, dann nicht. Da liegt er wieder. Oh, ging schnell. Ja. Ja, wo ist der Typen? Haben wir den noch im Auge, irgendwie? Ja, ich habe keinen gesehen. Aber wir können einfach weiterlaufen. Ja. Na, wenn er eh die Häuser durchsucht. Du siehst ja gefährlich aus. Boah, und so Eben. langsam wird's bei mir echt hier schwarz-weiß schon wieder. Ach, was? Warum? Warum? Ich glaube, ich habe zu lange gestarft jetzt oder so, ich weiß nicht. Ich verliere echt die Kontraste so. Das ist ja scheiße. Beziehungsweise die Sättigung. Was witzig ist. Noch ein Musikerwitz. Woran erkennt man, dass ein Schlagzeuger an die Tür klopft? Er wird schneller. Ding, ding, ding. Aha. Wie heißen diese Typen, die immer mit Musikern rumrennen? Schlagzeuger. Multifunktional übertragbar auf jeden Musiker. Boah. Warum krebst du eigentlich rum? Gute Frage. Ich lege mich mal lieber hin. Ich lege mich mal lieber hin. Ach, Elektro ist ja gar nicht mehr so weit, ne? Nee, eigentlich nicht. Hinter dem Kran ist das doch schon, also ein Stückchen noch. Mhm. Geil. Also zu dritt unterwegs ist, geht's ja dann eh noch. Ja, wenn man Muni hätte und so. Und Zeug zum Wehren. Ja, nu, da bräuchten wir auch nicht länger. Kürzer, weniger, so, schneller. Ich meine nur, da ist die Zeit nicht so, ja. Höher, schneller und weiter. Höher, schneller, weiter. Weiter. Ah, da, Leuchtturm. Turm des Lichts. Wo war denn nochmal der Quadberg zwischen Tscherno und Elektro, ne? Tscherno, ja. Genau. Ach, und da war auch der. Der Leuchtturm, der eine, ne? Ja, mit den Fahrrädern. Die Fahrräder standen. Ne, die waren noch hinter Tscherno dann von Elektro aus gesehen. Die waren zwischen Tscherno und Balota. Oder fast sogar genau auf Höhe von Balota, glaube ich. Balota Airfield mit dem Military Base Shit. Ach so, ja. Ja, ja. Könnt ihr hinhauen? Ja! Ja, könnt ihr hinhauen! Könnt ihr hinhauen! Hinhauen! Hinaus mit dir! Hinaus! Hinaus! Wie war es nochmal? Es klang nach Otto. Otto Walkes. Ja. Hinaus! Hinaus! Hallo, Sie wohnen jetzt seit 20 Jahren an der Autobahn. Meinen Sie, Sie haben irgendwelche Folgeschäden? Nein, 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 nein! Dritte Nütchen ist aber weiter hinten, ey. Ach ja. Es verliert den Anschluss. Oh, jetzt habe ich einen Busch gerammt. Da war die ganze Zeit mit der Axt in. Das macht man auch nicht. Nee, da. Ist wie mit einer Schere rennen, da macht man ja auch nicht. Schere rennen 2.0. Da hinten ist ein Zombie, der gerade was attackiert. Ich glaube, der hat gerade einen Spieler getötet. Wo? Da hinten in meine Guckrichtung zwischen die zwei Bäumen. Also auf jeden Fall wird die ganze Zeit nach vorne geklappt, ja. Ah, ich sehe, das ist ein Zombie. Wenn man jetzt Munition hätte. Ach ja, du hast deine Mosin ja übrigens wieder, ne? Richtig.
Habe ich gerade gar nicht richtig geworshipped, gewürdigt hier. Ja, ich hätte sehr gerne Munition noch dafür. Ja, das hätten wir alle gerne. Und Scope, ey. Scope wäre dope. Ja! Der Zombie macht auf jeden Fall immer noch dieselbe Animation. Was? Der Zombie macht immer noch dieselbe Animation. Daddy, was? Baby, was? Wieso ist er los? Wer mich fragt, bleibt dumm. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Aber man muss halt fragen, um sie zu verstehen. Liegt da denn einer? Nee. Oder haut er jetzt Leere? Der sieht doch irgendwo so in den Boden gestampft aus. Allerdings ist doch ein leichter Hügel, vielleicht liegt da doch einer. Who knows what tomorrow will bring. Aber wir machen keine Reds, ne? Ich würde mich jetzt nicht mit dem anlegen wollen. Ich hab zwei Reds gerade. Okay. Ich könnte mein T-Shirt noch opfern. Ich hab kein T-Shirt mehr. Ich hab nur eine Regenjacke. Todesmutig stürzt er sich in den Kampf. Yeah! Epischer Kampf. Ich hab eine Frau im Zombie. He was acting for it. Axt rein. Ja, sind wir ja gleich da, ey. Ja, und jetzt müssen wir auch definitiv schon aufpassen. Ja. Definitiv, nein. Sollen wir links vielleicht anfangen hier so? Oh. Ja, da schon alle mitnehmen, oder was? Mit dem Häufengebiet. Ja, hier sind ja eigentlich nur die Container, aber... Ich glaube, es ist besser, als wenn wir jetzt hier Feld ein, Querfeld ein, da... straight hinlaufen. Obwohl, da ist ja noch gar nicht Elektro, ne? Nee, nee. Da hinten. Ach, wie hieß das? Polygonorsk? Polyphon. Ja. Polyphony Digital. Ja. Jamba Sparo hieß das hier. Ah. Der hat plötzlich 60 FPS, warum? Ich habe eine schwarze Spray. Kann ich so gefunden. Nee, gib mir die mal. Gib mir die mal, gib mir die mal. Bitte. Meine Mosin ansprühen. Stand da nicht in den Patchlogs, dass so weit geht? Man kann seine Waffe auf jeden Fall färben. Lass mal hier in den Raum gehen. Hier. Lass mal hier in den Raum gehen. Darkroom Shit, ich hab keinen Bock da rumzustehen. Ja, Timo hat's hier hingelegt, das kommt hier gleich. Warte, ich mach dir die Tür zu. Ja, hier kommt rein. Ja gleich auch da rein. Mach da. Bam. Nice! Bam. Du hast gerade zweite Mosin aufgesetzt. Hm? Ach da, warte. Hier. Jetzt ist sie nicht mehr braun. Ja, ist schwarz. Schwarz. Nice. Jetzt ist die Dose weg, oder was? Nee, die ist noch 75% gefüllt. Nice. Dann will ich meine Axt färben. Ich will meine Säge färben. Liegt hier. Eine Zeitbombe! Tick, 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 tick. Halt lieber mal Ausschau, du Nützchen. Wow! Ich glaube, Timo hat geklickt, oder? Nee, wir werden beschossen. Da schießt wirklich einer. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Alter. Leg mich hinter die Tür. Ich glaub, boah, mein Herz, Mann. Wir sollten wegrennen, nicht hier bleiben. Ja, komm, bitte. Links raus. Welches links? Komm mit, Timo. Komm hier raus. Oh, so knapp. Hab ich erschreckt. Oh, ich hab's erwischt, ne? Und wo kommen die? Nein, ich komme nicht rein! Nein, ich komme nicht rein! Wer ist hier? Leute, ich häng fest. Wow. Alter, ja, kamen die jetzt von... Die müssen von da gekommen sein, wo wir hin wollten. Ja, aber ich kann es gerade gar nicht orten. Ich meine, ich habe Einschusslöcher gesehen. Ach, da stehst du, alles klar. Ich habe Angst. Ich auch. Da hinten, wo? Nee, das ist ein Holzpfahl. Oder steht da doch einer? Ich kann es nicht definieren. Da kommt was. An dem Häuschen, an der Hütte. Du hast einen Kompass? Der braun. Nee, ganz vor mir. Ganz vor mir die braune Hütte. Ja, ich sehe sie. Da ist einer drin. Ja, der guckt jetzt um die Ecke.
direkt am Kran. Da zwei Leute. Ich sehe zwei Leute. Ja. Einer in der Hütte, einer hinter der Hütte. Sollen wir uns verpissen? Ich hab keine in Ahnung. In den Wald rennen. Fucking Bastarde, schießen direkt. Ich bin im. Ja, ich wurde einmal erwischt, aber ich bin jetzt gerade im. Bei dem Container quasi. Nee, ja, wir sind hinter den roten Containern hier. Ey, das könnten sogar drei sein, das sind drei Leute. Ja, lass wegrennen, wir haben keine Chance. Die sollen wir abhauen, ey. Ja, komm, schnell in den Wald. Warte, gibt's kein Dinge-Chat hier? Punkt, auf Punkt kannst du schreiben, direkt Kommunikation. Da, einer kommt. Der ist jetzt rechts an der Mauer. Wir müssen hier wegbauen. Rechts an welcher Mauer? Ja, der steht da. Ja, rechts hinter dem Häuschen, wo wir gerade drin waren. Also rechts hinter dieser Mauer. Und einer trinkt gerade was. Ja, harmlos. Du warst das? Ich hab geschrieben, dass wir harmlos sind. Timo, hast du was getrunken? Nee. Irgendeiner hat gerade. Ja, das kann ja der Soundfall sein. Da rechts ist der Typ wieder hinterm Zaun, der kommt. Ja, näher. Lass abhauen. Ja, aber müssen wir schnell machen, der ist jetzt voll nah schon. Und wohin vor allen Dingen? Ja, lass mal hier einfach Richtung Küste, oder? Erstmal. Oder hier hinlegen? Ja, hinterm Baum hinlegen. Oder hinhocken erstmal. Wo bist du, Jeb? Ja, ich bin direkt an der Wand. Oh. In der Schwarzen. Ja, wir sind aber jetzt 50 Meter weiter nach hinten gelaufen, zum nächsten Gebüsch so ungefähr. Wow, Schüsse. Auf dich, Timo? Ja, ich bin tot. Nein. Fuck, was für Arschlöcher. Scheiße. Bisse. Ganz langsam crawl ich jetzt zurück, aber was dann? Wo kann ich dann hin? Ich kann hier nirgendwo hin. Das ist alles noch so weit weg. Ah, shit, ey. Ja, ich steh auf und spurte. Ja, oh, das bist du, alles klar. Zickzack. Zickzack, da hinten ist die Sau. Ich hab sie gesehen. Wo hinter? Gerade am schwarzen Zaun vorbei quasi. Von der Straßenseite kommend. Ja. Liebe Comment in der Description. Oh, Dreckschweine! Sie haben Jeb getötet, ihr Schweine! Da will ich auch sofort schießen. Nur weil ich so gefährlich aussehe mit meiner Mosi. Ich glaube, Bastards schreibt man anders. Wow, da kommt er schon. Ja? Ja. Der kommt, ist ganz nah jetzt an mir dran hier. Wahrscheinlich kommt jetzt einer von rechts, die flanken mich jetzt bestimmt. Flanken Sie! Wo bist du denn jetzt? Der geht gerade Richtung Küste, ich bin quasi genau südlich 90 Grad von der Wand weg. Und renne jetzt nochmal ein bisschen. Aber ich hoffentlich kommt hier keiner von rechts. Ich hab Reis gegessen. Der hat mich nicht gesehen! Was hat er mir vorbei? Das hat mich gesehen. Dann versuche ich nochmal die Flucht zu ergreifen hier. Lauf! Zickzack! Da ist der, der hat mich gesehen. Der rettet mich vorbei. Der doof? Der zielt in deine Richtung. Schlag ihn tot, schlag ihn tot! Der ist echt an mir vorbei, Mann. Schlag ihn tot! Ja, Mann! Ich leg hier so neben einem Stein. Hab ich echt nicht gesehen? Alter, mein Herz, der ist so an mir vorbei, hat mich angeguckt. Ich bin jetzt auf der Straße. Bin jetzt im Wald. Aber jetzt weiß ich nicht weiter. Ja, lauf einfach mal. Ja, aber ich kann jetzt hier nicht den Berg hochlaufen. Ach, scheiße. Er ist doch. Fuck, der kommt wieder. Nee, gar nicht. Ich lauf weiter Richtung Elektro. Unauffällig ist auffällig. Nee, auffällig ist unauffällig. Alter, der Typ, der läuft hier so in meiner Nähe rum. Der sieht mich nicht, ey. Hab ich eine Rohrzange gefunden. Rohrzange? Wo bist du gespawnt? Hier in der Nähe? Ja, hier soll nicht Schnee, dieses. Ah.
Industriegebiet. Okay. Die Eisenbahn. Na toll, er ist ja wieder einige Meter vor dir. Ja. Ey, der hat mich echt nicht gesehen. Der ist einmal komplett um mich rum. Also der ist direkt an mir vorbei. Krass. Ja, voll. Ich dachte, jetzt schießt er, jetzt schießt er. Vielleicht ist er lieb und denkt... Erst überlegt den. Er hat Mitleid mit dir. Nee, du hast eine Waffe, das kann auch sein. Weiß nicht. Aber du beobachtest den ja die ganze Zeit, wa? Ja, jetzt ist er weg, also ich sehe ihn nicht mehr. Mhm. Wer da so ein Hügel ist. Liegt quasi an der Küste direkt. Neben dem Stein. Ach. Ja. Krass. Was? Ich hab ein Waffensäuberungskit gefunden. Was für ein Kit? Waffensäuberung. Yeah. Aha. Boah, was gibt es denn da noch alles? Was passiert, wenn eine Waffe dreckig ist, dann schießt die nicht mehr so genau oder was? Oder nicht so weit? Stimmt. Da sieht die Scheiße aus. Krasse Kacke, ey. Ja, das meinst du? Es geht nur um die Optik. Ja, ich meine, ich kann jetzt auch meine Waffe schwarz einsprühen, so. Ja, Optik. Schon, aber das ist ja. Ich denke mal, das Spray wirst du noch zu anderen Sachen gebrauchen können. Weiß ich nicht. Ja, ich bin an denen vorbei. Unterstelle ich jetzt einfach mal, ich habe gerade eine Libelle gesehen. Voll geil. Wo bist du denn jetzt? Wie gesagt, an denen vorbeigelaufen. Ja, aber in welche Richtung? Ja, Elektro. Oh. Ich habe die Straßenseite überquert und dann an denen vorbeigelaufen. Nee, kann ich voll verstehen. Wow, und ich glaube, ich sehe Elektro. Ist das schon Elektro? Elektro hast du eine Kirche, ne? Ja. Oh. An der Feuerwache. Und glitschende Zombies. Oh, ich hab Angst. Ich glaube, ich bewege mich jetzt doch mal, weil ich muss irgendwas tun. Mhm. Alter, ey, wie knapp der mir vorbei ist. Voll geil. Glaub nicht, ich kann nicht glauben, dass der mich nicht gesehen hat. Also ungelogen. 2 Meter, wenn überhaupt, war der von mir entfernt. Krass. Boah, da würde ich voll den Herzkasper kriegen, ey. Ja, ich hab auch überlegt, so, boah, sprichst du den jetzt an oder hat er dich gesehen, hat er mich nicht gesehen, der ist aber wieder weg. Sprichst du den jetzt an? Ich glaube, der hackt. Weiß ich nicht. Vielleicht hilft das ja, ich kann mich ja eh nicht wehren. Ohne Kommentar auf uns geschossen. Ja, da kannst du schlagen. Ja, nicht sehr freundlich gerade, ne? Da ist einer noch. Zu dritt. Ha, jetzt bin ich dran vorbei. Jetzt geht der gerade hinten am Zaun raus, wo wir reingekommen sind. Nice. Und da lieg ich. Ja, dann ist der an deiner Leiche wahrscheinlich, der steht da noch. Hoffentlich haben die direkte Kommunikation gelesen. Dann wissen die, dass wir uns nicht ausgelockt haben. Und dann wissen die auch, dass die blinde Idioten sind. Ich meine, das ist das offenste Feld. Da konnten sich einfach mal 2 Leute wegschleichen, die von 3 Leuten bewacht wurden. Ja, aber ehrlich. Und ich habe mich mega versteckt und die haben mich gekriegt. Ja, das auch noch. Das ist dann Zufall. 100 Pro. Oh, wie schön das Wasser hier aussieht. Oh, ich habe gerade Frame-Einbrüche. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aber das gibt mir Anlass, mal eben eine Pinkelpause zu machen. Und deswegen seht ihr einen kleinen Schnitt. Bis gleich. Ja.